Jo, was geht, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Heute zeige ich euch so ein bisschen das, sag ich mal, High-Elo-Movement oder das Six-Star-Movement, je nachdem. So ein paar Tipps und Tricks, die man da machen kann. Und den ersten Trick oder, sag ich mal, Tipp, den ich euch zeigen will, wenn ihr halt über so ein Open Field zum Beispiel läuft, sagen wir mal, kommt ihr von Woolset, dann wollt ihr nach Fort gehen. Ihr kann halt rechts und links ein Spawn sein, wo ihr halt abgefangen werden könnt. Und wenn er gerade über so ein Open Field läuft, ist immer ganz wichtig, dass er immer so ein schönes, unregelmäßiges Pattern habt mit eurem Movement. Weil irgendeiner, zum Beispiel der Dude hier, könnte euch mit einer Sniper beobachten, wie ihr übers Feld läuft, und euch dann einen clean Headshot geben, wenn er einfach in so eine Straight Line läuft. Wenn das einfach so laufen würde, der Dude hätte eine richtig easy Shot auf euch. Deswegen immer schön mit so einem Pattern laufen. Und das Pattern, was ich immer häufig mache, das habt ihr schon ein bisschen gesehen, das erkläre ich euch auch nochmal. Das ist dieses Jump-Pattern, wo ihr ganz kurz in der Luft stehen bleibt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich bleib immer ganz kurz in der Luft stehen. Und lauf dann weiter. Das ist einmal den Grund, dass halt ihr so ein bisschen Geschwindigkeit rausnimmt aus eurem Movement, dass er halt nicht in so eine Straight Line läuft, sondern so also ein bisschen, ne, manchmal ein bisschen Geschwindigkeit rausnimmt und damit vielleicht sogar einen Shot dodgen könnt. Nehmen wir an, ich bin jetzt der Sniper und hier läuft ein Spieler, wirklich so eine Straight Line. Ich könnte ihn halt wirklich komplett tracken und ihm dann einen Headshot geben. Ihr könnt mit eurer Kamera, wird eure Headshot-Hitbox auch ein bisschen verkleinert, wenn ihr halt runterschaut zum Beispiel. Ich kann es jetzt irgendwie schlecht demonstrieren. Also man sieht es jetzt nicht wirklich. Ich bräuchte halt noch eine Third-Person-Angle auf mich, aber wenn ihr halt irgendwie so Leute zuguckt, die halt in Six Halo unterwegs sind und die werden gerade beschossen, richtig oft, was sie machen, ist halt der Move hier irgendwie. Gucken nach unten und machen halt so einen Wiggle-Move. Das ist halt einfach den Grund, dass halt eure Headshot-Hitbox dann halt ein bisschen nach unten getiltet ist, sage ich mal. Euer Kopf ist ein bisschen nach unten getiltet. Und er steckt halt nicht mehr so komplett raus, der Kopf. Das ist noch ein ganz guter Tipp. Ihr wollt natürlich nicht die ganze Zeit irgendwie auf den Boden gucken. Das ist halt wirklich nur, wenn ihr beschossen werdet. Dass ihr vielleicht ganz kurz mal irgendwie den hier macht und dann irgendwie nach links und rechts draft und dann Deckung kommt. Und wie schon gesagt, eure ganze Headshot-Hitbox ist dann kurz so ein bisschen nach unten getiltet und nicht mehr so easy headshotbar. Ihr könnt immer noch einen Headshot kassieren, so ist es nicht, aber ist auf jeden Fall nicht so einfach, wenn er halt die ganze Zeit so rumläuft. Dann ist sie halt, sag ich mal, normal und nicht getiltet. Noch ein Team ist hier. Ja, wir haben komplett 180 gemacht. Wir spielen jetzt komplett Schießpulver, genau. Wir ballern jetzt alles raus, was geht. I'm dead. Du, wie viele Teams sind hier? I can't see. Oh mein Gott. Natürlich so ein beschissener Headsman. Nein, selbst bist du. Bro, ist slow mich die ganze Zeit. How am I still alive? Ja, nehmen wir den hier. Nehmen wir an, der aimt euch ab und ihr wollt ihn challengen. Anstelle so irgendwie um die Ecke zu kommen, könnt ihr halt den Move hier machen. Halt kurz so einen Jump machen und dann gleich halt nach draußen swayen, sag ich mal. Und wenn ihr den seht, dann gleich abdrücken. Ist auf jeden Fall besser, als würde der einfach diesen Move machen. Also, der Move ist halt echt ein bisschen wack. Halt, eure Hitbox ist halt so stationär, so an sich. Eure Kopf-Hitbox ist stationär, die ist irgendwie nicht elevated oder so. Das hat wirklich, ne. Der Gegner könnte euch jetzt einfach so euch einen Headshot drücken, wenn er um die Ecke kommt. Wenn er aber diesen Jump macht. Okay, wäre ein bisschen scheiße, weil ich an der Decke mit dem Kopf gestoßen bin. Aber wenn er halt so einen Jump macht, dann
ist halt eure Hitbox ganz kurz so ein bisschen nach oben verschoben. Das funktioniert nicht ganz so gut, weil das so ein Torbogen ist. Dann bleibt der Kopf manchmal ein bisschen hier so. Ein bisschen hier hängen. Weil alles, was passieren könnte, außer es wäre halt irgendwie ein insaner Gamer, könnt ihr euch immer noch einen Headshot drücken, so natürlich, in der Luft. Aber was eigentlich passiert in den meisten Fällen, wirklich in den meisten Fällen, dass ihr nur einen Bodytap bekommt, weil eure Headshot-Hitbox ist halt elevated hier irgendwo. Und der Gegner aimt halt hier ab, ihr springt und ihr kriegt halt vielleicht nur einen Bodytap mit. Und es funktioniert eigentlich mehr für Shotguns, für Rifles könnt ihr nicht so wirklich so ein Gameplay machen, könnt ihr auch machen. Aber es ist mehr halt so ein Shotgun-Move, dieser Jump into Shot. Der Strafe Jump into Instant Shot. Weil mit der Shotgun habt ihr immer 100%ige Accuracy, wenn er springt. Ist immer 100% accurate. Bei einem Rifle ist es nicht so, bei einem Rifle müsst ihr ein bisschen aufpassen. Halt bei einem Rifle ist der Shot nur 100% accurate, wenn er halt einmal ganz kurz springt und am höchsten Punkt habt ihr noch, sag ich mal, gute Accuracy. Halt so an sich kann man schon Jump shotten, aber dieser Strafe Jump zum Beispiel mit einem Rifle ist halt schon, ich kann es mal versuchen. Ich nehme mal ein bisschen Dummy, der weiter weg ist. Naja. Das ist auch echt ein bisschen tricky, ne? Okay. Ja, irgendwie ging mein Shot irgendwie in den Boden rein, habt ihr das gesehen? Ich habe für einen Headshot geaimt, aber der Shot ging irgendwie in seinen Fuß rein. Also die Accuracy ist halt all over the place. Aber was ihr noch machen könnt, ich kann es einmal ein bisschen zeigen hier. Ich habe das schon hier ein bisschen demonstriert, so ein bisschen. Aber nehmen wir an, der Spieler hat auch eine Shotgun. Nehmen wir an, der hat vielleicht so eine Romero am besten, ne? Romero kann man richtig gut baiten. Was ihr machen könnt, ist, ihr wisst, er hat einen Shotgun. Er wollte ihn challengen. Ihr braucht eine Shotgun zum Beispiel. Wie hier, ich jetzt die mit der Crown. Der Typ ärmt euch ab, ne? Romero. Und ihr wollt den Shot baiten. Halt, was ihr machen könnt, ist halt einfach ganz kurz den hier machen. Euch eben ganz kurz zeigen, am besten nur mit der Hälfte eures Körpers. Nicht mit der kompletten Hitbox, einfach nur mit der Schulter vielleicht oder wirklich mit der Hälfte nur eures Buddies. Und was dann in den meisten Fällen passiert, außer der hat richtig Nerven aus Stahl, dass er dann einen Shot gebaitet bekommt. Ist halt der sogenannte Jiggle Peek. Er macht immer so einen Jiggle Peek sozusagen und baitet dadurch halt alle möglichen Shots. Okay, noch so ein Movement-Pattern, den wir machen können, ist halt mit diesem Lightfield-Perk hier. Wenn ihr ein bisschen sneaky spielen wollt, könnt ihr immer den hier machen. Ich glaube, beim zweiten Mal macht er schon ein Geräusch, aber ihr könnt halt immer diesen Bunny-Hop machen. Und dann seid ihr halt schneller, sag ich mal, relativ leise von einem Punkt zum nächsten. Ich habe eigentlich diese ganze Strecke eigentlich relativ schnell zurückgelegt. Und das eigentlich auch relativ leise mit diesem Lightfoot Perk. Der war mal früher richtig OP, man konnte eigentlich fast lautlos über die Map, sag ich mal, stealthen. Ist das ein bisschen genervt worden. Aber so kann man basically wirklich so von A nach B kommen. Und das sogar relativ leise und auch relativ schnell sogar. Was ihr noch machen könnt mit Lightfoot, ist einfach hier leise so ein
Leiter hochklettern. Das ist fast lautlos. Hier habe ich noch einen kleinen Trick für euch noch. Ich habe hier gerade mal so eine Bärchen noch platziert. Weil er halt irgendwie hochklettert und an der Stufe sieht er, dass ein Bärchen hier liegt. Habe ich gerade ein bisschen verkackt. Aber ich könnte dann einfach kurz Jump machen und damit die Animation canceln. Die Animation heißt, ihr macht nicht mehr diesen hier. Dass ihr halt komplett in den Bärchen reinklettert. Sondern ihr cancelt die Animation. Diese Hochkletter-Animation und könnt dann gleich instant hier sidesteppen. Ich versuch's normal zu machen. Halt ab dem Punkt, wenn ihr so ganz oben seid, einmal kurz Leertaste drücken. Damit cancelt ihr die Animation und könnt ihr so eine Bärchen aufdodgen. Zum Beispiel mit der Shotgun geht's, glaube ich, hier ganz gut. Die laufen dann halt so rum. Dann habt ihr nämlich noch diesen, euren Unterarm vorm Gesicht. Das heißt, ihr könnt vielleicht sogar einen Headshot tanken, weil der Shot in den Unterarm reingeht. Dann könnt ihr halt wirklich so rumlaufen. Sieht ein bisschen behindert aus, aber... ja. Und dann könnt ihr halt wirklich vielleicht sogar einen Headshot überleben, weil euer Arm halt die Kugel tankt. Hat nicht in den meisten Fällen und nicht mit den meisten Waffen, also ich glaube so mit... Small Ammo könnte man es vielleicht schaffen, dass wenn man so rumläuft, dass der Arm so eine Small Ammo tankt. Aber wenn er FMJ hat, könnte es schon durch den Arm im Kopf gehen. Weil Arm Penetration soll es ja eigentlich geben im Spiel. Soll es. Man merkt es nicht so oft, aber so rein theoretisch existiert sie. Und ich denke, mit so einer FMJ würde die eigentlich schon durchgehen. Halt durch den Arm in den Kopf rein. Aber ja, das wäre nochmal so ein Tipp, den ihr machen könnt, wenn ihr wirklich hart beschossen werdet. Genau. Das sind erstmal so die Tipps, die mir jetzt spontan einfallen. Vielleicht kommt nochmal so ein Vollgab-Video, so ein Follow-up-Video. Aber dann bedanke ich mich schon mal viel herzlich fürs Reinschalten und ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Dann habt noch einen schönen Tag und bis dann.